Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier LS17 Force Projekt mit dem Sachsen-Netzbär. Und den Werner. Hallöchen. Hallo. So. Der Randy hat mich heute auf ein Käffchen eingeladen bei ihm. Guck mal da immer vorbei. Oder der Werner hat sich selber eingeladen, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Okay, dann halt so. Auf alle Fälle wollte ich dem Randy mal das neue Fahrzeug zeigen, was wir gestern gekauft haben. Hast du jetzt einen Fortschritt genommen, oder? Ja. Okay. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen meine Dinge runterdrehen, meine Fahrzeuglautstärke, weil das dröhnt mir die Ohren voll, ey. Ach, du bist ja schön hier oben. Guck mal. Angerührt. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Farben vorgemacht diesmal. Ich merke schon. Dach fällt ja auch. Ja, ist ja Sommer, weißt du? Wir haben immer Sommer hier in Russland. So. Soll ich deinen abkuppeln und deinen mitnehmen? Nee. Ich bin mit meinen zufrieden. Bist mit deinen zufrieden, ja? Das hört man gerne. Dann fahre ich wieder. Irgendwer muss ja was arbeiten. Wisst ihr das alles? Was machst du denn jetzt mit dem kleinen Holzstückchen, kleinen Zeug, Dingen? Das will ich auch noch nicht. Erstmal auf den Hänger drauf, dass die vom Boden weg sind. Also das war jetzt das Zeug, was ich zugeschnitten habe. Für das Biest ist noch zu früh, ne? 10 Euro. Kostet zwar nur, es ist halt schon ein heftiges Teil, ne? Und wir brauchen einen Traktor mit 200 PS. Oh, das ist das Problem, okay. Hast du denn nicht wieder mal bei der Konkurrenz vorbeigeschaut? Nö. Also, muss ich gestehen, habe ich noch nie reingeschaut. Klar, hast du da schon reingeguckt. Nö. Vielleicht, wo du mir mal was gezeigt hast, aber... Achso, ich rede auch von der Konkurrenz mit längster Anhängerschlange der Welt und so weiter. Ja, von der rede ich auch. Hast du nie reingeguckt? Nö. Okay. Ich gucke sie per se, also ich gucke zwar immer mal wieder so auf Ansgars Kanal rüber. Ja. Oder rüber euren. Also wie das jetzt speziell angucken? Nö, weil... Nö. Irgendwie nö. Weil... Irgendwie hat er keinen... Nö. Nö, ja. Andere beim LS-Spielen zuzugucken, so paradox, wie sich das anhört, aber ist jetzt irgendwie aktuell nicht so mein Bestreben aktuell, ne. Aha, ja gut. Das ist außer jetzt, Ansgar schickt mir mal was und hier, das musst du dir angucken und bla 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 und krass und krass und krass, haben, uns da wieder, haben wir uns da wieder übertroffen, weißt du, also. Dann gucke ich da mal rein, weißt du, und schreib vielleicht noch einen dummen Kommentar unten drunter, aber... War zum Beispiel damals mit dieser komischen Anhängerschlange. Ah ja, okay. Aber ansonsten... Gucke ich, also andere YouTube-Videos gucke ich halt relativ. Also ich gucke halt so, wie sagen wir mal, die Trends so durch. Wenn ich irgendwas denke, weil man findet ja in den Trends auch noch gutes Zeug, muss man ja auch mal dazu sagen. Zwar selten, aber man findet's. Ich wollte gerade fragen, wo guckst du bitte? Ja, kommt ja immer mal wieder was von Rezo oder von... Oder von irgendwelchen, was weiß ich, von irgendwelchen Kanälen, die du jetzt in dem Sinne halt so nicht kennst, aber die halt, was weiß ich, irgendwelche neuen Erkenntnisse oder was weiß ich, so Doku-mäßig, weißt du, sowas halt. Ah, okay. Hast du ja auch ab und zu mal an den Trends. Sowas gucke ich mir dann halt eher an. Aber sowas wie hier Prank Bros und Co. und so eine Kacke und die krasseste Experimente und Pranky Chiefs und sowas gucke ich halt. Was? Das so machst du nicht? Nee. Okay. Das sehe ich, das Thumbnail denkt man schon, alles klar, kommt von Vollidioten, ist für Vollidioten, weißt du? Okay, ja gut, da würde ich auch nicht gucken, hast du recht. So, das ist noch so schwierig hier. Da hat der Randy recht, da kann man nichts gegen sagen, du. Ist ein geschlossenes System, da muss man nicht mit eindringen. Ja, einfach außen Spruch, rumlaufen, ne? Weißt du? Das ist wie der Spruch, ne, von Gamer für Gamer. Kannst du dann halt bei diesen Assi-YouTubern sagen, von Assis für Assis. Ja, stimmt damit. Ich wundere, dass damit noch keiner wirbt. Ja, warte mal ein bisschen. Ja.
Ich habe tatsächlich, du hast ja diese Reich-Arm-Videos gemacht, ne? Genau. Da gibt es jetzt auch mehrere davon. Ich weiß, ich weiß. Ist aber auch nicht meine Idee gewesen. Nee, du hast es ja von irgendeinem Ami oder was war das? Nee, Türke. Türke, okay. Ja. Ich habe das bei irgendeinem türkischen Kanal gesehen. Fand das halt an sich interessant. Fand aber halt so die Umsetzung wieder aufs Minimalistischste halt runtergenommen. Da habe ich mir gedacht, ach, machst du es halt ins Deutsche, machst es halt ein bisschen anders, oder ein bisschen schöner. Ja. Und machst du es halt einfach mal. Und das waren bis jetzt hier aber auch nur zwei Videos. Weil ich wollte eigentlich damals ein Platinium-Addon, wollte ich das halt mit dem Zuckerrohr machen. Ja. Und sagen wir mal so, die Zuckerrohrpflanze an so einen Cutter, also entsprechend an so ein Schneidwerk in der Mod-XML hinzufügen, die Fruchtsorte ist nicht das Problem. Das Problem ist, beim Zuckerrohr, der Trigger, dass die Dinger abgebaut werden, ist ja oben. Das ist richtig. Ne? Und somit ging das natürlich mit dem Cutter nicht. Und damit konnte ich dann eine Stunde oder zwei Stunden Arbeit, also oder Vorbereitung, halt einfach wegschmeißen. Oh. Also ich habe die Videos noch, ne? Aber ich hatte gedacht, ja, es wird doch wohl irgendein Community-Member oder irgendein Spieler in LS geben, der so eine Zuckerrohr-Erntemaschine, keine Ahnung, mit 10 Metern baut. Ja. Oder einfach das Ding vergrößert. Wird's da irgend... Bis heute nicht, meines Erachtens nach. Nee, ich habe auch keinen gesehen. Also, weiß ich nicht. Also gibt's bis heute keine größere Aberntemaschine, außer die Standard-Case da. Ja, und das hat natürlich das Konzept komplett über den Haufen geworfen, das ist klar. Aber ansonsten, es kommt halt wirklich nur ab und zu, weil ich will halt nicht, dass das so Massenware wird. Ja, klar. Weil mit der Massenware wird's auch ein bisschen abgedroschen, glaube ich, ne? Ist richtig, das kommt noch dazu und ja, die andere Sache ist, es ist ja jetzt auch nicht so das sinnvollste Gehalt ever, ne? Alter, egal was du gemacht hast, mach das nie wieder. Ich hab gar nichts gemacht. Ne? Ne, was denn? Das ist gerade ein Leck des Todes. Ich fahr nur rum hier. Alles klar. Wir haben auch Arrows drin. Ja, das sind aber die Arrows vom Strawdust Event Lure. Ich glaube, das ist das Stroh, diese Eggespende, die eigentlich runtertroppen sollte, die aber aus irgendeinem Grund nicht runtertroppt. Ah, das kann sein, ja. Das kann sein. Okay, das sieht schon mal nicht so schlecht aus, wenn man nicht hochguckt. Mhm. Hat die auch einer versteckt hier unten? Nein. Weißt du schon, ob du zur FarmCon 18 kommst? Nö. Also an sich, ja. Tiki muss halt Urlaub kriegen. Ah ja, gut. Also mit dem Frontrad, da kannst du das alles viel sauberer machen hier, ne? Das ist schon krass. Ja, das ist richtig. Ah ja, wunderbar. Ich könnte den aber umdrehen, dann habe ich ein besseres Licht. Ha! Hilf dir selbst, haben sie immer gesagt, ne? Mhm. Ja. Jetzt hat mich Werner mal eingeladen, habe ich gehört. Komm mal vorbei. Oh Gott! Ah, das war chronologisch geordnet. Nach Jahresringen. Ach Mann. Ja. So. Ja. Ah, hier sind deine 4-Meter-Dinger. Ja. Ist halt kacke, wenn die Dinger... Wenn die Dinger, ne? Ja, die Dinger sind 4 Meter und die Vorrichtung ist auch 4 Meter. Irgendwie passt es nicht genau. Machst du gut. Aber bin dran, ne? Also dauert noch ein bisschen. Ich habe erst den Frontrad neu bekommen. Geht gut, aber dauert noch ein bisschen. Hm. Aber ich bin zuversichtlich, bis Weihnachten soll ich schaffen.
Alter Schwede, hier ist ja Mikado pur, ey. Ach ja. Bist du ein Exile-Spieler, Randy? Nö. Gar nicht? Also, ich hab's noch nie gespielt, sagen wir's mal so. Okay. Aber wenn ich das heute bei euch richtig gehört habe, da geht es irgendwie, das spielt im Endeffekt gegen CPUs. Also gegen Maschinen. Bots, also ja. Gegen, ja, Bots halt, ja. Und es geht irgendwie um Zombies oder so. Genau, also du spielst gegen, wie du sagtest schon, also es gibt eine Mission mit, sagen wir mal, Haus Nummer 10 Leuten. Die sind Bots, die dich halt töten möchten, ne? Ganz wie man es halt kennt. Und damit das Ganze noch ein bisschen schwieriger ist, laufen noch Zombies rum und wollen dich auch töten. Also prinzipiell, wenn du schießen möchtest in Arma 3, spiel Exile. Das müssen wir den Leuten mal von der PC-Server sagen. Genau, glaube ich, deswegen wurde auch ein bisschen dieser Exile-Server gemacht, damit die Leute da schießen und nicht im RP schießen. Wenn es keinen Grund zum Schießen gibt. Oder nur selten. Ja, mein okay. Also ausgeschlossen ist es ja nicht. Ja, aber ein paar Leute sind halt wirklich, die gehen drauf. Boah, lass mal hier Kopf hochnehmen und zack, schießen, bla bla bla, weißt du? Und das ist halt. Ja, fragwürdig gut, ne? Aber wir kommen vom Thema ab. Wir haben kein Thema gehabt, okay. Ich wollte gerade sagen, wir hatten an sich eigentlich. Kind. Was, wie, wo, wa? Wa? Brustwindel abschalten. Anschalten. Glaubst du, wie viel Geld liegt hier rum, was wir so hier runtergebissen haben? Schwierig. Schon einiges, ne? Wird schon einiges sein, ne? So, warte mal, den hier vor. Aber, wird echt schwierig sein. Aber Hauptsache, wie gesagt, unsere Bewahrheitung, was ich vorhin schon mal gesagt habe, hat sich halt so ausgestellt, ne? Was denn? Was Minuten, meinst du? Naja, 15 Minuten ausrasten und dann 2 Wochen ja, das ist Wahnsinn. Brauchen, um die Scheiße wieder sauber zu kriegen. Aber die 15 Minuten gingen auch schnell rum, ne? Das muss man einfach so sagen. Das ist richtig. So, müssen wir nochmal schneiden hier. Einmal schneiden. Schneiden, waschen, föhnen, ne? Ja. Das Übliche halt. Ach, das war jetzt auch noch, oder? Ja, aber noch Zeit. Ich war ja nur letzte Woche Freitag bei der Oma wieder, ne? Ah ja. Und die Woche halt auch nochmal, weil ist halt sonst immer so doof, wegen Weihnachten und Co. Ja. Wegen Geschenken. Und das, also jetzt wär's zu früh, also letzte Woche wär's zu früh gewesen, weißt du, und dadurch, dass es alles ja dieses Mal auf dem Sonntag liegt, ist halt alles doof, naja. Ja. Und, aha. Und das ist ja auch meine Mutter, weil die arbeitet bei denen ja jetzt ja wieder, und, hab ich mir auch so gedacht, da hat's mir fast Schlag getroffen, sag, was hast denn du gemacht? Ich war beim Friseur. Sag, ein bisschen kurz, oder? Ach, naja, hab gesagt, ich hätte eine Sommerfrisur, eine sommerliche Frisur. Im Winter. Ja. Ja. Ich sag, ach, Medi. Ich sage hier, dass deine wilden 20er Jahre vorbei sind, das kann ich ja verstehen, aber nicht so kurz. Ne, meine Mutter, der zu ihrer damaligen Zeit lange Löten bis zum Ghetto. Ja. Ne, also war ja auch so Metal-affin. Und hat es aber halt auch schon lange nicht mehr gehabt und seitdem ist sie eher so auf dem Kurzhaartrip. Ja, finde ich jetzt halt nicht so pralle. Ja. Also Frauen in kurze Haare ist jetzt nicht das Problem, aber irgendwie, ich weiß halt auch nicht. Ungewohnt halt wahrscheinlich, ne? Sehr ungewohnt, ja, sehr, sehr ungewohnt. Ne? Das muss man lassen. Das muss man wirklich lassen, aber naja. Ist ja alt genug, sag ich mit Tat. Ja, und naja, müsst ihr das selber wissen, aber sieht halt immer sehr, sehr eigen aus. Aber gut, 20 Jahre Unterschied. Oder 22 Jahre Unterschied. Ja, das merkt man halt schon, auch in der Klamottenwahl. Ja, gut. Also es ist halt. Das ist halt so, wie es ist. Aber Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Partyschaff. Ich habe anmoderiert.
wenn, ich weiß es gar nicht. Ja gut. Falls nicht, mache ich es einfach. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Däumchen dann lassen nicht vergessen. Beim Werner vorbeischauen. Und bis dann, haut da ran. Tschüdelü. Tschüdelü.